Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um mein momentan heiß diskutiertes Thema. Und zwar geht es um künstliche Intelligenz und insbesondere um den Chatbot ChatGPT. Ein Programm, gerade einmal Ende November online gestellt von dem Unternehmen OpenAI, das unter anderem von Elon Musk gegründet wurde. ChatGPT ist ein Chatbot, der so programmiert wurde, dass er möglichst menschliche, persönliche Antworten auf alle möglichen Themen gibt. Der Start des Programms war so erfolgreich, dass innerhalb der ersten 5 Tage über 1 Million Leute das Programm genutzt haben, sich angemeldet haben. Und ich würde euch heute gerne einmal zeigen, wie man ChatGPT nutzt und welche Anwendungsbereiche man vielleicht auch insbesondere für Lehrerinnen und Lehrer in der Schule hat. Den Bereich Schülernutzung würde ich heute gerne einmal ausklammern. Ich glaube, das würde einfach den Rahmen momentan sprengen, da genau drüber nachzudenken, wie man damit am besten konstruktiv und kreativ umgeht. Ich glaube, dafür gibt es vielleicht nochmal ein neues Video, welche Anregungen man sich da überleben könnte und wie man da in Zukunft mit umgeht. Ich finde es auf jeden Fall ein mega krasses Programm. Habe das so jetzt für mich auch in den letzten Tagen mal getestet, verschiedene Sachen ausprobiert und würde euch heute gerne einmal mitnehmen und gucken, was wir damit alles machen können. Okay, schauen wir uns die Website einmal genauer an. Hier sind wir auf der Website von OpenAI. Wir sehen hier die Oberfläche, wir sehen hier so ein bisschen, worum es bei OpenAI gibt. ChatGPT ist nicht deren erstes Programm im Bereich künstliche Intelligenz, was sie entwickelt haben, aber darauf beziehen wir uns heute. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid bei ChatGPT, müsstet ihr das hier einmal über diese Oberfläche tun, mit eurer E-Mail-Adresse und im nächsten Schritt allerdings auch mit eurer Telefonnummer, um da einen Bestätigungscode empfangen zu können. Ist vielleicht für den einen oder anderen ein kleiner Haken, weil nicht jeder seine Daten da preisgeben möchte für ein in den USA ansässiges Unternehmen. Aber ihr könnt hier eben entweder eure eigene eingeben oder über Google oder Microsoft eben die Verbindung herstellen. Wenn ihr euch dann angemeldet habt, kommt ihr auf diese Seite hier und könnt hier auf Try ChatGPT gehen. Und dann öffnet sich eben diese Seite hier. Das ist euer Startbildschirm und ihr seht hier schon, das Unternehmen stellt hier bereits ein paar Beispiele dar und erklärt für den Einstieg ein paar Möglichkeiten, die es gibt und auch Begrenzungen. Natürlich hat auch dieses Programm festgelegte Grenzen, die es so ein bisschen einschränkt und nicht alles erlaubt, was aus den verschiedensten Gründen natürlich Sinn ergibt. Und es kann natürlich auch immer mal sein, dass an der Stelle hier auch Fehler auftreten. Und nicht alles 100% korrekt ist, da bedarf es natürlich auch immer einer Überprüfung. Dann haben wir unten den Chatbalken, da können wir unsere Frage eintragen und damit legen wir jetzt auch direkt einmal los. Hier in diesen Chatbalken können wir natürlich jetzt alle möglichen Fragen eingeben und das Schöne bei ChatGPT ist, dass wir auch im Dialog Anschlussfragen stellen können. Wie das genau aussieht, schauen wir uns einmal an. Wir schauen uns jetzt einmal verschiedene Anwendungsbereiche an, die für uns als Lehrer in der Schule zur Verfügung stehen oder die wir nutzen können, um damit auch unsere eigenen Arbeitsprozesse vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu vereinfachen und zu optimieren. Als erstes können wir natürlich fragen, ob der Chatbot uns Klausuraufgaben oder Quizfragen erstellen kann. Das würde vor allem für junge Lehrerinnen und Lehrer natürlich einen enormen Vorteil darstellen, weil die noch nicht so eine große Materialbasis haben und darüber natürlich einen guten Einstieg, eine gute Grundlage finden können, um sich nicht alles selber überlegen zu müssen und da einen enormen Zeitaufwand zu haben. Also schreiben wir einmal, erstelle mir 5 Quizfragen zum Thema Amphibien. Dann sehen wir hier, dauert das 1-2 Sekunden und dann werden die Fragen formuliert. Was hier an der Stelle natürlich jetzt auch nicht beachtet wird, was wir in der Schule natürlich berücksichtigen, sind die Operatoren. Aber wir können dann an unserer Aufgabenstellung im Folgenden natürlich auch noch mal ein bisschen drehen und das mit einfügen. Das zeige ich euch an anderer Stelle nochmal. Und wir haben hier natürlich jetzt auch keine Antworten. Und da zeige ich euch jetzt einmal, wie das funktioniert mit der Follow-up-Frage, dass er versteht und dass die künstliche Intelligenz hier weiß, ich habe gerade die Frage gestellt, darauf habe ich die Antwort bekommen und jetzt kommt die Frage, die sich darauf auch wiederum bezieht. Okay.
Und dann sieht man hier, wie die Antworten kommen. Das wäre jetzt hier ein Beispiel für die Mittelstufe in Bio. Und das können wir natürlich als Grundlage nutzen. Wenn das nicht ideal genau auf unsere Klasse abgestimmt ist, können wir das natürlich hier anpassen. Aber wir haben auf jeden Fall erstmal einen soliden Grundstein. Schauen wir mal, ob wir auch was für die Oberstufe finden. So, haben wir hier einmal eine Klausuraufgabe zum Thema ökologische Nische und dann kommt hier die Aufgabe. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel auch den Operator mit direkt dabei. Hier soll die ökologische Nische an sich direkt erklärt werden. Wir sehen auch hier, dass direkt die Lösung da natürlich dazu kommt und das ist für die Klausurerstellung, gerade auch für die neuen Kollegen wieder, wenn die noch keine Klausur in bestimmten Bereichen erstellt haben, natürlich ein ganz schöner Ausgangspunkt, um da irgendwie Fragen oder Ideen zu sammeln und von da ausgehend dann natürlich eine Klausur auf eigenen Materialien und auf den Unterrichtsinhalten zu erstellen. Gucken wir uns jetzt einmal an, wie das Ganze aussieht, wenn wir eine Stundenplanung oder eine Reihenplanung haben wollen und wie das aussieht, wenn wir hier nachfragen. Genau, also eine Reihenplanung wird auch erstellt. Auch relativ grob und oberflächlich, aber auch die können wir eben nutzen, um von hier aus weiter ins Detail zu gehen und da dann einzelne Inhalte hinterzulegen. Aber auch einfach für einen Startpunkt hier wieder sehr, sehr schön und extrem ausführlich formuliert. Also ich bin wirklich gespannt, wo dieses Thema noch hingeht und wie sich das weiterentwickelt. Wie gesagt, gerade erst im November quasi online gegangen und da sind wir jetzt echt am Beginn der ganzen Zeit mit künstlicher Intelligenz und ich bin echt gespannt, wo das in den verschiedensten Bereichen noch hinführen wird. Und vor allem, wie sich die Schullandschaft dahingehend natürlich auch anpassen wird und wie dann ein konstruktiver Umgang aussehen könnte. Okay, dann haben wir hier jetzt einmal die Reihenplanung mit verschiedenen Schwerpunkten, je nach Stunde. Also da ist auch relativ gut unterteilt worden. Und jetzt schauen wir einmal, wie eine Unterrichtsstunde aussehen könnte, wenn wir fragen, ob wir eine Stunde geplant haben können. Also beziehen wir uns wieder auf Ökologie, bleiben wir beim Thema ökologische Nische. Wie könnte eine Stunde hier aussehen? Man sieht, der braucht hier und da einen Moment, aber dann geht es auch direkt los. Sogar mit Zeitangaben hier und unterteilt in verschiedene Abschnitte. Einführung, Definition und Beispiele, ökologische Nische, Lebensraumnischen. Und auch hier können wir natürlich gucken, ob das überhaupt alles so passt, ob wir das so haben möchten oder ob wir an der einen oder anderen Stelle natürlich was anpassen. Die Zeitplanungen hier sind natürlich auch nicht optimal, alles mit 15 Minuten. Aber da müssen wir natürlich uns auch unsere Lerngruppe zur Hand nehmen, gucken, wie Zeiten da passen und das auch noch im Detail besser ausplanen. Aber für einen Startpunkt reicht es ja auf jeden Fall. Okay, gehen wir einmal weg von Unterrichtsplanungen, Quizzen, Klausuraufgaben etc. Wie sieht es denn aus, wenn wir auf Klassenfahrt fahren zum Beispiel? Und ich eine Info-E-Mail an die Klasse verfassen möchte. Kann mir der Chat dabei auch helfen? Okay, und hier geht es auch schon los. Eine Info-Mail zur Klassenfahrt nach Berlin am 3. August mit der Klasse 9a sind die Infos, die ich gegeben habe. Und dann geht es auch schon los. Sehr geehrte Eltern der Klasse 9a, und es wird aufgeführt in den Zeitraum, den er selber festgelegt hat, weil ich jetzt nur das Startdatum eingegeben habe. Aber der sucht sich Informationen zusammen, gibt Informationen über mögliche Tagesordnungspunkte, die gemacht werden, Besuche von Museen und wo die Unterbringung stattfinden wird, die Kosten und all das kann ich natürlich mit eigenen Details, das weiß er natürlich jetzt hier nicht, ausfüllen. Aber ich habe einen Grundrahmen und das erleichtert es mir natürlich extrem vom zeitlichen Aufwand, solche E-Mails zu verfassen, wenn ich da einfach nur noch meine Infos eintragen muss und meinen Namen drunter setzen muss. Und auch hier könnte ich jetzt nochmal sagen, ich möchte vielleicht eine andere Variante. Und dann schreibt ihr nochmal eine neue Variante auf, im Prinzip, die ein bisschen anders aussieht, andere Inhaltspunkte hat. So kann ich da halt häufig unten auch nochmal draufklicken, wenn mir die Antwort nicht gefällt, die er mir im ersten Anlauf gegeben hat. Also der versucht halt jedes Mal so ein bisschen was zu ändern, bis er dann im Prinzip den Ton trifft und die Inhalte trifft,
die dem Ganzen am nächsten kommen, was ich für meine Antwort gerne hätte. Sehr, sehr interessant, auch einfach mal mit verschiedenen Fragen ein bisschen rumzuspielen und hier zu schauen, was man da im Endeffekt für Antworten bekommt. Okay, ein weiteres Beispiel ist natürlich Vertretungsstunden. Wenn ich spontan in eine Vertretungsstunde muss und überhaupt keine Ahnung habe vom Thema, was da gerade unterrichtet wird, fachfremd in dem Fach bin, zum Beispiel Mathe habe ich nicht studiert, unterrichte ich nicht. Und die sind jetzt gerade beim Thema Bruchrechnen als einfaches Beispiel. Und es wurden keine Aufgaben hinterlegt. Und dann kann ich ChatGPT natürlich super einfach nutzen und sagen, erstelle mir 10 Aufgaben zum Thema Bruchrechnen. Und das habe ich schnell gemacht. Und dann bekomme ich hier meine 10 Aufgaben. Die kann ich den Schülern erstmal so geben. Da können die sich erstmal die ersten Minuten mit beschäftigen. Und ich habe Zeit, vielleicht Follow-up-Fragen zu stellen, weitere Aufgaben zu stellen oder vielleicht auch in den Materialien der Schüler in der Zeit mal gerade zu gucken, was haben die denn zuletzt gemacht und von da aus zu gehen, vielleicht Aufgaben in deren Buch zu suchen. Aber das verschafft mir natürlich erstmal Zeit und die Schüler arbeiten an dem Thema, an dem sie sowieso gearbeitet hätten im normalen Unterricht. Okay, wir sehen jetzt hier also 10 verschiedene Aufgaben, die kann ich so erstmal rausgeben und ich kann zum Beispiel auch sagen, erstelle mir eine Textaufgabe zum Thema Bruchrechnen. Und dann wird mir hier eine Bruchrechenaufgabe als Textaufgabe erstellt und in dem Fall auch direkt mit Lösung. Und das innerhalb von weniger als einer Minute im Prinzip. Einen weiteren Punkt, den man mit ChatGPT natürlich auch nutzen kann und an der Stelle überschneidet sich das auch so ein bisschen mit dem, was Schüler damit vor allem machen können. Aber wie gesagt, darauf gehe ich heute nicht näher ein. Aber das Programm kann natürlich auch Buchzusammenfassungen schreiben oder Textzusammenfassungen oder eben auch Texte vereinfachen, was natürlich für Schüler auch aus Lehrerperspektive hilfreich ist, um Inhalte zu vereinfachen. Also schauen wir einmal. Okay, kannst du mir eine Zusammenfassung von 400 Wörtern zum Buch Die Welle geben? Okay, und dann bekommen wir hier eine Zusammenfassung und auch schön, wie optimistisch hier die Antworten immer formuliert werden und wie selbstverständlich gerne. Und dann geht es auch direkt schon los und es kommt eine 400 Wörter lange Zusammenfassung. Und auch das ist natürlich klar für die Hausaufgaben der Schüler jetzt ein Punkt, den man diskutieren muss, aber für uns Lehrer, wenn wir neues Material nutzen wollen, können wir hier natürlich auch solche Sachen gerne als Einstiege nutzen oder als Basis von dem aus wir dann weiter Unterricht entwickeln. Damit sind wir auch heute schon fertig wieder. Ich denke, dass ChatGPT ein interessantes Tool ist, was auf jeden Fall einiges an Veränderungen mit sich bringen wird. Es bleibt auf jeden Fall spannend, welchen Einfluss es vor allem auch auf die Berufswelt bzw. insbesondere auf die Entwicklung in der Schule haben wird, wie damit umgegangen wird. Und ich freue mich darauf, wie sich das Ganze entwickelt und vor allem darauf, wie wir das Ganze für uns auch als Vorteil nutzen können und was wir daraus ziehen, um vielleicht auch die Prüfungssysteme, die Prüfungsvarianten, die Leistungsüberprüfungen und Hausaufgabenstellungen oder den Unterricht an sich vielleicht auch darauf basierend weiterentwickeln können und bin gespannt, wo das noch hinführt. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Und lasst mir doch auch gerne in den Kommentaren einmal da, was ihr von dem Programm haltet. Ich finde es spannend, auch eure Meinung dazu zu hören und vor allem auch zu überlegen, wie ihr das vielleicht nutzt, wo ihr Potenziale seht, wo ihr Gefahren seht. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es einmal liked. Und vor allem auch, wenn ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal einmal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke. Ciao.